Seit Dienstag ist die B96 am Knotenpunkt Schwarzkolm-Laubusch halbseitig gesperrt. Ein erster Bauabschnitt ist bereits am Donnerstag abgeschlossen worden. Voll gesperrt sind weiterhin die Einmündung zur Startstraße Höhe Bahnübergang in Richtung Schwarzkolm sowie der Einmündung der Kreisstraße in Richtung Laubusch. Die großräumige Umleitung für die Ortslage Schwarzkolm erfolgt über die B97 Hoyerswerda, B96 Naht und die Sandwäsche. Die Bushaltestelle Laubusch-Siedlung wird in die Sandwäsche verlegt. Die Bedienung der Haltestelle Schwarzkolm-Bahnhof durch die Linien 619 und 166 entfällt ersatzlos. Die Sanierungsarbeiten sollen am 20. September abgeschlossen sein.